Und rein in die gute Stube. So, wir wollten, wir könnten einmal Papier machen. Sehr schön. Papier. Und wir brauchen Stein. Papier. Machen wir noch mehr Papier. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Sehr fein. So, schon 22 mal Papier. Da oben haben wir Sonnenblumen sogar. Und meine Nase tut gerade weh. Ungünstig. Aber ich wollte, Steine. Und noch mehr Steine. Und noch mehr Steine. Und Redstone. Und nehmen wir mal ein bisschen Ei. Hä? Eisen mit. So, ein bisschen Redstone in die Mitte. Und Eisen drumherum. Und ein Kompass. Und den Kram schön fein wieder zurücklegen. Kann ich eigentlich auch nochmal eben wieder davon ein paar herstellen. So, dann können wir nämlich das... Ich habe vergessen, wie man das... Ah, so hälftet man das. So, 64. Jetzt habe ich gerade keine Feder hier, aber ich habe nämlich auch nachgeschaut, wie man Feder macht. Wie man Pfeile macht hier, die Pfeile. Ich habe nur leider gerade keine Federn dabei, aber egal. Ich würde vorschlagen, wir essen mich. Machen uns auf den Weg zum Turm, dabei können wir... Oh, die Tür. Ich wollte eine Tür mitnehmen. Hier. Oh, und nochmal schnell zwei Knöpfe. Das ist interessant. Okay. War sie fertig? Oder habe ich sie gerade für fertig erklärt? Das weiß ich leider gerade nicht. Ich möchte den Sonnenuntergang da hinten sehen. Hui! Ach, wir verpassen ihn. Aber er ist trotzdem schön, ne? Jo. So, bin ich denn hier jetzt lang getapert? Hier hoch, ne? Ja. Hier hoch. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, mir fehlt also mal wieder Erde. Mensch. Muss ich mir auch noch mal eben wieder Erde besorgen. Mui. Stört bestimmt niemanden, wenn ich das hier wegnehme, ne? Nö. Quatsch. Nehme ich mal... Karte 0, okay. Erde. Komm ich da an?
Ey! Da hing's gerade. Jetzt aber. So. Da haben wir mal in dieser Aufnahme natürlich nichts anderes gemacht, als Türmchen zu bauen. Ah, aber das heißt, mittlerweile ist Freitag. Herzlich willkommen Freitag, Leute. Und das heißt, wir haben jetzt 10 Uhr. Also zumindest hatten wir eben 10 Uhr. Das heißt, ich sitze in 4 Stunden in meiner Prüfung. Ja. Yay, ich freue mich. Und meine Framerate spinnt gerade ein bisschen. Verstehe ich nicht, warum tut sie so etwas? So, 2 Blöcke hoch reicht ja. Das heißt, da kann ich schon wieder weiterbauen. Oh. Oh. Dann machen wir das mal ganz schnell so. Yay, eine Tür. Knöpfe hinterher. Da auch ein Knopf. Sieht ein bisschen abenteuerlich aus hier, muss ich sagen. Hey, komm. Setz da einen Stein hin. Fein. Ich mag Bäume nicht. Das ist ein Zombie. Nein! Geh weg! So, Zombie, komm her. Ja, zu blöd, da hat er die Treppe nicht gefunden. Na komm! Na komm! Kommt her, Zombie, ja? Ja! Brav. Ist natürlich mies, dass die das auch als Treppe verwenden können. So, wir müssen diesen Turm. Oh oh, da darf ich nicht runterfallen. Nun so hoch bauen. Dass ich den anderen Turm sehen kann. Das ist noch ein bisschen ein klitzekleines bisschen. So rum geht gerade schneller. Keine Steine mehr. Immer noch nicht gut. Vielleicht habe ich den anderen auch zu klein gebaut. Aber ich konnte eure Kommentare vom Montag ja leider noch nicht sehen. Das kann ich erst gleich machen. Also quasi, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Also, ich kann erst leider nach dieser Folge auf eure Kommentare vom Montag eingehen. So ist das leider, wenn ich, wenn man im Voraus aufnimmt. Da bin ich aber leider geradezu gezwungen. Da mache ich mal kurz dicht. Ich brauche eine Werkbank. Und in der Werkbank brauche ich einen Ofen. Ja, also da bin ich zu gezwungen, einfach wegen Prüfungen und so, ne?
Ansonsten wären es ja nur 3 Tage und nicht eine ganze Woche, die dafür draufgehen würden. Ach genau, eine Kiste kann ich ja auch direkt machen. Gut, dann nur eine. Aber hey, immerhin etwas. So, und irgendwie fange ich überall an, verrottetes Fleisch zu sammeln. Woran kann das nur liegen? So. Was wollte ich denn machen? Ach, ich wollte Stein. Mist. Erinnert ihr euch daran, dass ich die Treppe verloren habe? Aber wir haben noch Nacht, ne? Ich sehe leider gerade nicht, wie lange. Nein. Das heißt, ich muss neue Treppenstufen machen. So, dann fangen wir mal wieder hier an. Nein. Fein, so ist besser. Genau. So ist gut. Kann ich da vorne eigentlich dicht machen, ne? Au, das tat weh. Du Blödmann. So, baue ich hier mal weiter. Da sind mir die Steine ausgegangen. Da hätte ich jetzt eigentlich mit rechnen müssen. War ja irgendwie klar. Hey. Warum tut ihr sowas, Treppen? Naja, gut. Dann halt nicht. Nee, komm. Kann ich aber schon mal sowas machen und sowas. Ja. Also fürs Erste sieht er gar nicht so schlecht aus. Ist ja nur der Anfang. Und hier müsste ich, da sehe ich den Turm schon. Der könnte fast ein bisschen höher, ne? Mögt ihr da mal ein Statement zu in die Kommentare schreiben, bitte, ob ihr den anderen Turm, also unseren ersten Turm, höher haben wollt oder nicht. Und jetzt mache ich mich erstmal wieder auf den Weg nach Hause. Also hier ist Turm Nummer 1. Brauche ich die eigentlich zu nah dran? Also von hier aus sehe ich den da hinten sowieso mal gar nicht. Beziehungsweise ich gehe mal eben hoch. Vielleicht kann man ihn ja schon erahnen. Da ist unser Haus. Da könnten wir ja auch nochmal einen Turm draufsetzen. Da hinten irgendwo kommt der Turm über die Bäume hinweg. Also da. Ganz kann der hoch. Na, so nah ist der gar nicht. Das wird schon. So. Aber ich möchte ins Haus zurück. Beziehungsweise wir können noch mal eben einen kleinen Abstecher machen.
Erstmal können wir es essen. Und jetzt können wir einen kleinen Abstecher machen. Hui. Und mal eben schauen. Ew. Atmosphäre, Atmosphäre, Atmosphäre. Schäfchen, wir haben noch keine Schäfchen mit diesem Texture Pack gesehen. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt zu diesem Texture Pack. Der ist ja mein süßes Gesicht. Ein noch andere Tiere, die Oktopus-Dinger. Huch. Hallo ihr. Also großartig anders sehen die gar nicht aus. Aber ein bisschen. Also eigentlich wollte ich hier nach Bambuskram suchen. Habe aber leider gerade nichts gefunden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter ins Haus. Wir brauchen demnächst schon wieder Steine. Also in der nächsten Aufnahme könnten wir fast mal wieder in die Höhlen gehen. Den wir jetzt quasi nur gebaut haben. Upp. Ich mag den Boden. Das hier sieht auch gar nicht schlecht aus, finde ich. Mag ich. So, was ich jetzt aber noch machen wollte, ich will mir die Karte angucken. So, also. Ach so. Ich kann mich jetzt... Nee, ich kann mit der Maus jetzt leider nicht bewegen. Aber wir haben da auf der rechten Seite, wo der Pfeil ist. Ist das unser Spawnpunkt oder sowas? Es sieht aus wie so ein Tropfen. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Dieser Tropfenteil-Dingsens da. Es könnte unseren Spawnpunkt darstellen. Ich weiß es nicht. Aber da rechts sind wir, ist quasi unser Spawnpunkt. Da ist unser Haus, also in dem wir uns jetzt befinden. Oder sagt es uns einfach, wo wir uns gerade befinden? Nee, ne? Ja, und dann haben wir hier nämlich daneben, also links daneben, unseren kleinen Fluss, wo wir unsere beiden Bambusdinger stehen haben. Und da links weiter daneben ist unser erstes Türmchen sozusagen. Wow. Und da oben bin ich halt so ein bisschen hingelaufen. Okay. Also ich muss sagen, ich habe Lust, noch mehr von diesen Karten zu bemalen. Hier unten unter unserem Spawnpunkt haben wir den Krater. Das ist hier links. Da runter. Ja. Da unten. Dieses Flüsschen hier unten ist durch. Sehr schön. Ich glaube, ich mache noch mehr Karten. Geht natürlich viel Eisen bei drauf, ne? Aber ich mache noch mal eine Karte. Da haben wir das Papier. Ich habe den Sinn von einem Kompass sowieso noch nicht so ganz verstanden. Also ich bereite jetzt noch mal eine Karte vor und ihr könnt mir dann ja mal sagen, was ihr davon haltet, wenn ich so viele Karten mache. Ob ihr mir lieber davon abratet, weil letztendlich seid ihr diejenigen, die sich besser damit auskennen. Ich habe nicht so ganz viel Ahnung davon, aber ich möchte noch mal eben eine neue Truhe machen. Ihr werdet sehen, wofür. So, Karte 01. Ach so, das ist das Papier. Das kann ich nochmal eben wieder wegpacken. Nee. Da rein. Perfekt. So. Ich glaube, dann mache ich auch erstmal wieder Schluss mit dieser Aufnahme für diese Woche. Aber es gab endlich mal wieder Minecraft. Endlich, endlich, endlich gab es mal wieder Minecraft. Es macht mir auch wieder total Spaß, muss ich sagen. Vor allem jetzt, wo ich dann nicht mehr ganz so viel zu lernen habe, beziehungsweise jetzt das Wochenende habe ich mir ein bisschen freigenommen, was Lernen angeht.
Ja, also, was ich von euch wissen möchte, wie gefällt euch das Texture Pack? Das habt ihr hoffentlich Montag schon beantwortet. Falls nicht, haut es jetzt nochmal rein. Ja, was hat es mit den Karten auf sich? Lohnt es sich, das weiterzumachen? Ich habe gelesen, ich kann die eventuell irgendwann nochmal an die Wand heften. Also so gesehen, wenn ich dann irgendwann wirklich mal ein schönes, richtig schönes Haus habe, zur, ja, also an sich ist es dann so ein schönes Kartenlandschaftsbild vielleicht gar nicht so schlecht. Und ja, vielleicht habe ich noch diverse andere Sachen gefragt. Genau, die Türme. Wie hoch sollen die Türme werden? Sollen die noch viel höher? Muss der erste Turm nicht noch höher? Alles Fragen über Fragen. Einfach rein in die Kommentare damit. Dafür ist die Kommentarbox ja da. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis Montag würde ich sagen, ne? Bye bye.